Alors, avec de nombreux matchs de préparation pour vous préparer à la D1, quel est votre ressenti après tous ces matchs en tant que coach? Ich muss sagen, die Präparation ist ziemlich okay verlaufen, bis auf die Absenzen, die wir hatten. Die Präparationsmatcher, die wir gemäht haben, wir haben da manchmal von, ja, nicht manchmal von 8 Stück, haben wir da 6 Stück gewonnen. Die Progression war auch da. Und wichtig ist, also, dass wir nächste Woche bereit sind, wenn es losgeht. Comment sentez-vous la saison qui va venir pour votre club qui est maintenant en D1? Da sind ich echt positiv überrascht und ich habe positiv angestellt. Ich meine, der will nicht vergessen. Wir kommen aber aus einer zweiten Division. Wir haben Lot Monte, die meisten Mädchen, die hier abkommen, haben nie in der ersten Division gespielt. Dafür haben wir uns auch ein bisschen verstärkt. Wir haben am Anfang gesagt, dass wir eine kompetitive Equipe hinsetzen wollen. Das haben wir gemacht. Wir haben neue Spielerinnen rekrutiert. Da war es, wie bei den Mädchen, da war es ganz wichtig, dass die Chemie stimmt. Das heißt, da muss ich gucken, wie integrieren die neu sich, wie verhalten die alt sich. Wenn dort Chemie stimmt, mit dem breiten Kader, den wir haben, da können wir eine positive Überraschung machen. Où est-ce que vous voyez votre club positionné dans cette D1 et pour vous, qui est le favori de cette D1? Boah, der Favorit, ich meine, die Verdächtigen, die immer da sind, das ist der Racing. Ja, dann hat Betebus sich extrem gut verstärkt, Mama, Jung Lünster. Ich meine, das ist Big Four von den letzten Jahren. Da muss ich gucken, als Zielsetzung war einfach, einen guten Start zu machen, den Mentier zu sichern, einen Platz von 1 bis 5 zu spielen. Alle Plätze, die besser als 5, das ist ein Bonus für uns, das ist ein super Championat, den wir spielen. So wie ich die Kieber war spielen oder gesehen, könnte man aber oben die ewigen Kippen, die Big Four, besser Rose machen, wie das ein guter Tabellenplatz am Schluss von der Cäsar-Kind rauskommen.